Weiter geht's mit Folge 10 von 5 Minuten Der Herr der Ringe, in dem der zweite Teil der Trilogie chronologisch in 5-Minuten-Abschnitte geteilt wird, um diesen dann auf Lore-Hintergründe, Filmfehler, spannende Details und kuriose Fakten zu prüfen. Diese Folge analysiert dabei Minute 45 bis Minute 50. Los geht's! Starten wir bei Frodo, Sam und Gollum in den Totensümpfen und gleich mit diesem Shot, der uns nach dem Anblick der leblosen Gesichter im Wasser und dem Entsetzen der Hobbits unweigerlich zu diesen geheimnisvollen Lichtern bringt. Im Buch als Leichenkerzen betitelt und in dieser Szene durch vereinzelte brennende Feuer dargestellt, sind diese dabei ziemlich mysteriös, denn die genaue Natur dieser trügerischen Lichter werden von Tolkien gar nicht so wirklich beschrieben und dennoch haben sie einen verführerischen Einfluss auf jeden, der ihnen folgt. Es heißt, die Leichenkerzen entstammen der toten Seelen aus den Schlachten in dieser Region, jene, die niemals Ruhe fanden und so die Macht besitzen, jeden Wanderer, der die Durchquerung der Totensümpfe wählt, von seinem Weg abzubringen und diesen so zu sich in die Tiefe zu holen. Eine gewaltige Schlacht, lange her. 3026 Jahre her, um ganz genau zu sein. Und das Gute daran, ihr kennt alle diese Schlacht. Zumindest das Ergebnis, denn die Rede ist natürlich von der Schlacht des letzten Bündnisses, an dessen Ende Isildur den einen Ring von Saurons Finger schnitt und ihn sich so zu eigen machte. Soweit, so bekannt. Und jetzt wird's äußerst wichtig, um diesen unheimlichen Ort in der Welt Tolkiens zu verstehen, kreierte er diesen doch aus eigenen Erfahrungen und als eine Art Verarbeitung seiner Zeit im Ersten Weltkrieg. Seine Erlebnisse zwischen toten Freunden und Feinden, die ebenfalls langsam verrotteten und bis zur Unkenntlichkeit entstellt waren. Folgt nicht den Lichtern. Vorsicht jetzt! Den Anfang der Totensümpfe vollführte jedoch 7 Jahre vor dem Ende des Krieges gegen Sauron die Schlacht auf der Dagolat, unweit eines damals noch deutlich kleineren Sumpfgebietes. Neben den Menschen von Arnor und Gondor unter der Führung Elendils, den Noldor-Elben unter der Führung Gil-galads und sogar einem Heer von Zwergen aus Khazad-dûm waren ebenfalls die Sindar-Elben zahlreich vertreten unter der Führung von Amdir aus Lorien und Orofer, dem Vater Thranduils aus dem Grünwald. Doch es war ein Kriegsbeginn voller Chaos und Trauer. Denn der Stolz und Starrsinn von Amdir und Orofer sollte nicht nur ihr eigener, sondern auch den Tod von Abertausenden ihres Gefolges bedeuten. Ihr könnt also schon ahnen, wer letztendlich den verfaulten Weg durch die Sümpfe im dritten Zeitalter pflastert. Der Grund dafür ist die damalige elbische Entscheidung gegen eine gesammelte Heeresführung von Noldor-Hochkönig Gil-galad in eine separate von eben diesen drei Heerführern. Amdir und Orofer wollten ihren ganz eigenen Kriegsplan durchsetzen, der jedoch nicht auf Absprachen beruhte und so einen alleinigen, übereilten Angriff der Sindarelben zur Folge hatte. Ein Blutbad entstand und die Übermacht der Orks drängte das schrumpfende Heer der Elben immer weiter in die Sümpfe zurück, wo sich einer nach dem anderen in das moorige Grab legen und den Totensümpfen letztendlich ihren Namen geben sollte. Elben, Menschen und Orks. So viel also zu den Elben und Orks. Aber wie kommt Gollum hier eigentlich auf Menschen? Die Schlacht am Ende des zweiten Zeitalters war nicht die letzte, die den Totensümpfen Tote liefern sollte. Denn die immer weiter wachsende moorige Fläche sollte knapp 1000 Jahre vor der Durchquerung der Hobbits und Gollum Schauplatz eines Angriffs auf Gondor von den Söldnern Mordors aus dem Osten sein. Trafen die Wagenfahrer aus Rûn doch genau in den Totensümpfen auf das Heer der Menschen unter der Führung von Ondoher, dem 31. König von Gondor, und seinen Truppen. Er, seine beiden Söhne und nahezu seine komplette Armee starben in dieser Schlacht. Und so liegen auch sie, gepaart mit den Leichen der Ostlinge, hier in den Tiefen der Sümpfe. Frodo! In der Buchvorlage stürzt Frodo übrigens nicht wirklich in die Totensümpfe. Das Filmteam ging jedoch diesen Schritt, da sie durch die Rettung von Gollum auf diese Weise zeigen konnten, dass er auf dem besten Wege ist, ein guter Smergol zu werden. Guter Smergol hilft immer. Außerdem wünschte sich niemand Geringeres als Daniel Falconer, einen Elben in der Trilogie zu verkörpern,
da er fand, dass es zu ihm passen würde. Daniel Falcone ist so ziemlich der wichtigste Kopf hinter den Designs von Waffen, Rüstungen sowie Kreaturen in den Trilogien von Der Herr der Ringe und Der Hobbit. So wurde sein Wunsch natürlich erfüllt, auch wenn er letztendlich keinen lebenden Elben verkörpert, sondern eben diesen hier. Kalt sei Hand, Herz und Gebein, kalt wie Reis fern von daheim. Und das macht das Filmteam in dieser Sequenz nun ziemlich clever, denn sie fügen hier nicht nur eine Art Exposition, also eine nähere Vorstellung von Gollum ein und beleuchten seinen damaligen Ursprung vom Flussvolk der starren Hobbits, als er noch durch und durch Smergol war. Ebenfalls nutzen Peter Jackson und Co. diese Szenen für das Lied des Grabunholz, welches hier in den Totensümpfen zwar eigentlich nicht zu suchen hat. Es ist jedoch ein Tolkien-Bezug auf das Auslassen der Handlung im ersten Film, als die Hobbits in die Gefangenschaft eines Grabunholz gelangen und lediglich durch die Rettung von Tom Bombadil noch am Leben sind. So beschreibt das Lied von Gollum hier also den Tod der Hobbits in dem Hügelgrab des Grabunholz. Und jetzt sind wir zumindest in der Buchvorlage an einem sehr interessanten Punkt der Geschichte zwischen Gollum und den beiden Hobbits angelangt. Denn so positiv Gollum innerhalb der letzten Tage sich mehr und mehr zurück in Smergol wandelte, zerstört diese Begegnung mit dem geflügelten Schatten aus Mordor alle, naja, nennen wir es mal Fortschritte. Es ist sogar noch schlimmer. Der Schrei des Nazgûl lässt das Geschöpf erzittern, erinnert ihn daran, was er wirklich will, und bringt in ihm seine eiskalte Seite Gollum zurück. Der nun merkt, wie nah ihm sein Schatz, der eine Ring, in den Händen eines Hobbits wirklich ist. Und dies sollte teuflische Ideen in der Kreatur freisetzen. Diese Buchsequenz wird in Tolkiens Geschichte als der Wendepunkt von Gollum beschrieben. Dennoch ist ein von Orks befreites Moor wohl die deutlich angenehmere Wahl im Vergleich zum vermeintlich leichteren nördlichen Weg über die flache Landschaft der Dagolat. Denn genau das ist eine Falle. Wimmelt es gerade dort nur so von Orks und Söldnern des dunklen Herrschers und der Blick Saurons geht nur allzu gern über das ebene Relief vor den Toren des Schwarzen Landes. Niemand sollte dies besser wissen als Gollum. Wurde ihm das doch auf der Suche nach Bilbo und dem einen Ring vor einiger Zeit zum Verhängnis. Und er fiel hier auf der Dagolat in die Arme und die Folter der Diener des dunklen Herrschers. Übrigens, falls ihr euch fragt, wie das Filmteam den Schrei eines Nazgûl kreiert hat, dann ist Fran Walsh, die Frau von Peter Jackson, eine isolierte Tonkabine und ein bisschen Sounddesign die Antwort. Ach so, und den Sound des Flügelschlags hat man tatsächlich mit einem schwingenden, 2 Meter langen Faden, an dessen Ende eine Käsereibe hängt, für eine gute Luftdurchdringung erreicht. Auf sowas muss man auch erstmal kommen. Sie rufen danach, sie rufen nach dem Schatz. Während Gollums Sorge um seinen Schatz wächst, wächst ebenso das Zerren an den Kräften Frodos im Beisein des Nazgûl und der Nähe zu Mordor. Aber zum Glück hat er dann auch jemanden, der an seiner Seite ist und auch bleibt. Und hier erreichen wir ebenfalls die 50-Minuten-Grenze. Das bedeutet, jetzt seid ihr dran. Wie findet ihr diesen Filmabschnitt und welche Details habt ihr dazu noch auf Lager? Schreibt's mir in die Kommentare, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen und den Kanal unterstützen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.